So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play SAMP LYD. Und ja, diesmal ganz allein ohne Niklas. Aus dem Grund, er hatte einfach gerade keine Zeit. Und ich, ja, hatte jetzt einfach mal spontan Lust aufzunehmen. So, was ich jetzt allerdings gleich mal als erstes sagen wollte, ist, ja, hammermäßig geil, wie ihr abonniert. Also, ich bin da echt so richtig geflasht von. Also ich habe jetzt echt in den letzten, ja, 2 bis 3 Wochen 10 Abonnenten bekommen. Und das ist bei mir echt, das ist eine Leistungssteigerung von 1500%. Also auf jeden Fall hammermäßig geil von euch. Ja, da könnt ihr auch euch schon freuen, wenn ich die 100 Abonnenten schaffen werde. Bis jetzt ist mir das noch nicht genau sicher, aber ich denke, wenn ich das mit SAMP weiter so aktiv mache, dann wird das auf jeden Fall so weit sein. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen. Ich habe mir da schon ein paar lustige Ideen gemacht. Ja, also wie gesagt, wenn ihr wisst, was das ist, dann abonniert. So, okay. Werbung machen, erstmal abgeschlossen. So, was genau ich jetzt machen werde, weiß ich noch gar nicht. Ich denke, ich werde mir erstmal Arbeitslosengeld holen, da ich sowieso nie was mache. Ja, gut. Dann mal kurz hierher. Der Stadthalle. Wie ist es für Scheiben? So. Hartz IV beantragen. Naja. Also, Job kündigen. Genau, jetzt bekomme ich nämlich für Payday 2K. Das ist jetzt relativ wenig im Gegensatz zu dem, was man verdienen kann, wenn man shoppt. Allerdings, ja, spiele ich auf dem Server fast, wenn ich aufnehme. Und ich habe jetzt echt keinen Bock, jetzt irgendeinen Job zu machen, wo ich, ja, dann immer, wie heißt's? Kacken. wo ich dann immer 5 Minuten warten muss, bis ich wieder weitermachen kann. Weil das ist natürlich nicht spannend, weder für euch noch für mich. Ja, normalerweise gehe ich da dann immer kurz 5 Minuten AFK. Das ist besser als 5 Minuten, ja, blöd rumzustehen. Das geht aber in der Aufnahme schlecht. Ich meine, ich kann ja schlecht alle 5 Minuten mal kurz Aufnahmestopp machen, ne? Das ist immer nicht so schön. Deswegen, ne, werde ich mir dann wahrscheinlich ab und zu mal ein paar Stunden ohne Aufnahme raussuchen, wo ich dann einen Job annehme und ja, ein bisschen was verdienen werde. Inzwischen habe ich ja noch genug, um zu überleben, und doch das Hartz IV sollte ich auch überleben. Ich würde ja sonst 300 pro Pette bekommen, jetzt bekomme ich wahrscheinlich 2300 plus 2, 3 Dollar höchstens Zinsen. Und ja, so kann ich dann halt hier eben jetzt, oh, abnehmen. Hallo? Kann sich abholen. Wo? Oh Gott, da ist schon wieder Erik. Gut. Dann holen wir, gehen mal kurz ab. Wir brauchen auch was zu tun zu haben. Ja. Ja, mein Auto steht ja da. Gleich ein bisschen weiter oben. Und ja, ich werde jetzt auch wahrscheinlich bald 2 Videos pro Tag machen. Das weiß ich noch nicht. Das werde ich entweder ab den 100 Abonnenten, wie gesagt, noch zusätzlich zu dem ganzen Zeug, das ich mir überlegt habe, machen. Oder jetzt schon bald. Da sehe ich, wie ich jetzt eben Lust habe. Okay. Sondern wir in der Jobbox suchen. Okay, guck mal. Ich hole dich ab. Bis gleich. Joborte. Navi. Hat alles sofort ein Feature von uns Stats. Stats. Ich erliebe nicht. Kann ich mir selber zeigen. Stats 6,9. Hey. Okay, irgendwas ist da gerade verbuggt.
Ach so, wegen dem scheiß Handy. Nervig. Ach scheiße, dann kann ich nicht springen, ne? Was weiß ich? Wie war denn seine Nummer? Nummer. Alter, das gibt's doch jetzt nicht. Ja, okay, ich werde jetzt reloggen bis gleich. So, das Spiel ist neu gestartet. Jetzt hier richtig aktuell im Login-Bildschirm. Also gleich zumindestens. So, mein Passwort. Upsala. Dann kurz Stats. So, jetzt sind alle zufrieden. Jetzt zeige ich die nämlich auf Video. Gut, jetzt slash Navi. Job. Orte. Taxi. Okay. Taxizentrale. Oh, dieser gleich hier. Kurz dahin. So, bisschen nervig, dass man da ein bisschen Schaden verliert, aber ich vermute, es wird keiner auf die Idee kommen, da hinten Autos zu suchen. Kurz auf Nummer sicher gehen. Amt. Wo? Stadthalle? Fragezeichen. Was meint er das damit? Das ist doch nicht weit, das hätte der auch laufen können. Wie kann ich dir Geld geben? Du nicht. Ich bin doch ein netter Mensch. Gut. Ja. Dann. Aber hat er jetzt eigentlich einfach mal quer durch den Server geklingelt und geguckt, ja, holt der mich ab, ja, holt der mich ab. Ich dachte eigentlich erst, er wollte mir das Auto abziehen. Das sag ich ganz ehrlich. Ich dachte eigentlich, der will mir einfach das Auto abziehen. Und dann irgendwelche bösen Dinge machen.